Der Amarok ist der neue Star der VW-Nutzfahrzeugsparte. Der Pickup musste bereits als Begleitfahrzeug der diesjährigen Rallye Dakar seine Feuerprobe bestehen. Es ist ein sogenannter Pickup mit einer Tonne Zuladung. Wir haben jetzt dieses Fahrzeug kombiniert mit einem 2 Liter Common Rail TDI Motor, also unsere Technologie, die wir auch in unseren PKWs unterbringen. In diesem Fall allerdings mit einer Doppelaufladung. Das heißt also, wir haben 2 Turbolader und damit erreichen wir in diesem Fahrzeug halt Größenordnung über 160 PS und natürlich entsprechend hohes Drehmoment, das natürlich gerade solche Fahrzeuge dringend brauchen. Dann ist er gekoppelt mit einem entsprechenden Allrad-Antriebssystem. Also er kann sowohl als zweiradgetriebenes Fahrzeug als auch als vierradgetriebenes Fahrzeug mit unterschiedlichsten Sperrenkonfigurationen fahren, ist also voll geländegängig. Damit hat er einen sehr breiten Anwendungsspielraum. Ich bin selber dieses Fahrzeug gerade zum Jahreswechsel in Verbindung mit der Dakar in Argentinien gefahren, habe fast 6000 Kilometer damit zurückgebracht und war eigentlich wirklich selber auch sehr begeistert, wie gut sich dieses Fahrzeug halt unter unterschiedlichsten Bedingungen, also Straßenbedingungen, fährt.